Willkommen bei Petit erklärt. Heute werde ich Ihnen von einem Dramafilm aus dem Jahr 2015 erzählen, namens Natascha. Der Film beginnt mit einem Jungen namens Mark, der mit seinen Freunden feiert. Nach der Party geht Mark in ein Zimmer, um mit einem Mädchen zu schlafen, aber sie weigert sich und Mark geht dann ruhig. Als Mark nach Hause zurückkehrt, schaut er sich Videos auf seinem Laptop an und schläft ein. Am nächsten Tag weckt Marks Mutter ihn auf und sagt ihm, dass sein Onkel ihn heute besuchen kommt, also müssen sie früh aufstehen und sich vorbereiten. Als nächstes sehen wir Marks Onkel mit seiner Verlobten Gina, die ursprünglich aus Russland stammt, alle beim gemeinsamen Abendessen. Plötzlich fallen Marks Augen auf Ginas BH und er ist erstaunt. Nach dem Abendessen erzählt ihm Marks Mutter, dass Ginas Tochter aus Russland kommt und sie das junge Mädchen am Flughafen abholen werden. Am nächsten Morgen sehen wir, wie Marks Familie Ginas Tochter am Flughafen abholt. Gina kommt mit ihrer Tochter Natascha und Mark trifft Natascha zum ersten Mal. Ein paar Tage später heiratet Marks Onkel Gina. Nach der Hochzeit kommen alle zu Marks Haus und feiern, aber Natascha scheint sich unwohl zu fühlen und Mark starrt sie nur an. Nach der Party bringt Mark Natascha in sein Zimmer. Natascha fragt ihn, was er die meiste Zeit in seinem Zimmer macht. Mark antwortet, dass er oft Videospiele und Studien in seinem Zimmer spielt. Natascha mag seine Antwort nicht und fragt ihn ohne zu zögern, ob er jemals ein Mädchen in sein Zimmer gebracht hat, um mit ihr zu schlafen. Mark ist überrascht und sagt ihr, dass sie zu jung ist und er in so jungen Jahren nicht über intime Beziehungen mit ihr sprechen kann. Natascha verrät ihm, dass sie bereits mit über 100 Menschen geschlafen hat und wenn er Lust hat, können sie es auch tun. Mark erzählt Natascha, dass ihre Mutter mit seinem Onkel verheiratet ist und daher seine Cousine ist. Natascha sagt, dass es ihr egal ist und enthüllt, dass ihre Mutter mehrmals mit anderen Menschen geschlafen hat. Plötzlich hält Mark die Klappe und sagt nichts mehr. Eines Tages kommt Marks Mutter zu ihm und sagt ihm, dass Natascha neu in dieser Stadt ist und keine Freunde hat, weshalb er mehr Zeit mit ihr verbringen muss. Am nächsten Tag kommt Mark zu Nataschas Haus, sie öffnet die Tür und ihre Mutter bittet sie, sich fertig zu machen und mit Mark auszugehen, aber Natascha verlässt den Raum wütend auf ihre Mutter. Mark fragt Natascha, warum sie wütend auf ihre Mutter ist. Natascha sagt ihm, sie mag sie nicht und hasst sie sehr. Mark bringt Natascha zu einem seiner Freunde, Rufus. Natascha mag es, Rufus zu treffen und fragt Mark nach ihm. Mark erzählt Natascha, dass Rufus allein lebt, weil seine Eltern vor ein paar Tagen eine lange Reise in eine andere Stadt unternommen haben. Danach gehen Mark und Natascha in ein Restaurant und essen zusammen. Am nächsten Tag, während Mark zu Hause studiert, kommt Natascha, um ihn zu finden und sie gehen für eine Radtour. Mark trifft unterwegs einige Freunde und gibt ihnen Drogen. Als Natascha dies sieht, bittet sie Mark um etwas und die beiden sitzen im Schlafzimmer und beginnen, sie zu konsumieren. Natascha bittet Mark um Erlaubnis, seinen Laptop zu benutzen. Sobald sie den Laptop öffnet, findet sie Videos für Erwachsene, die Mark letzte Nacht angesehen hat, aber er hat vergessen, sie auszuschalten. Natascha liebt es, sich diese Videos anzusehen. Sie öffnet ihr Facebook-Profil und zeigt ihm ihre privaten Bilder. Nachdem sie die Bilder gesehen hat, steht Marks Banane auf und Natascha beginnt, sich auszuziehen und sie beginnen, Spaß zu haben und gemeinsam im Schlafzimmer zu schlafen. Nach dieser Erfahrung beginnen sie sich zu mögen und verbringen mehr und mehr Zeit miteinander. Sie schlafen mehrmals am Tag zusammen. Mark wird langsam von Natascha angezogen. Eines Tages machen Marks Onkel und Nataschas Mutter eine Reise und Natascha muss bei Mark bleiben. Sie sind zusammen im Raum und diskutieren. Natascha sagt, sie liebt es, mit Mark zusammen zu sein und wünscht sich, dass sie für immer hier bleiben kann. Mark sagt ihr, dass sie hier bleiben kann, solange sie will. Natascha erzählt Mark traurig, dass ihre Mutter Gina seinen Onkel mit einem anderen Mann betrügt und sie erzählt seinem Onkel alles darüber, aber er glaubt ihr überhaupt nicht. In der nächsten Szene sind Marks Onkel und Nataschas Mutter gerade von der Reise zurückgekehrt. Gina bittet ihre Tochter, mit ihr nach Hause zu kommen, aber Natascha sagt, dass sie nicht gehen will und sie will bei Marks Familie bleiben. Nataschas Mutter wird wütend und sagt ihr, dass sie weiß, warum sie nicht mit nach Hause kommen will und sie enthüllt alle Dinge, die sie mit Mark gemacht hat. Als Natascha dies hört, beginnt sie mit ihrer Mutter zu kämpfen, aber Marks Vater holt sie ein.
Am nächsten Tag kommt Mark, um Natascha in ihrem Haus zu treffen, und Nataschas Mutter erzählt Mark, dass ihre Tochter verwöhnt ist und ihre Gewohnheiten ziemlich schmutzig sind. Zusätzlich schlief sie mit vielen jungen und alten Menschen. Als sie dies sagte, schloss die Mutter die Tür und bat Mark zu gehen. Natascha kommt mit all ihren Sachen zu Marks Haus. Natascha sagt Mark, dass sie in ihre Stadt zurückkehren wird, also bittet sie ihn, sie zu begleiten. Mark sagt nichts, nachdem Natascha sagt, dass ihre Mutter sich von seinem Onkel scheiden ließ, weil sie mit ihm geschlafen hat und ihre Mutter sie erwischt hat. Später führt Mark Natascha in ihr Zimmer, um morgen zu gehen. Das macht Mark traurig, weil er sich in Natascha verliebt hat. Am Morgen gibt Mark Natascha etwas Geld von ihm, damit sie gehen kann. Danach geht Natascha ruhig und nimmt ihre Sachen mit. In Marks Haus spricht seine Familie über die Ursache der Scheidung seines Onkels. Mark kannte die ganze Wahrheit, erzählte aber niemandem. Nach ein paar Tagen ruft ihn Marks Freund Rufus an, aber Mark antwortet nicht. Eines Tages kommt Mark zu Rufus und sieht Natascha, die jetzt bei ihm wohnt. Rufus sagt Mark, dass er ihn mehrmals angerufen habe, um ihm von Natascha zu erzählen, aber er antwortete nicht. Mark sieht Natascha wütend an und erkennt, dass ihre Beziehung nur eine Täuschung ist. Mark steigt auf sein Fahrrad und geht wütend von dem Ort weg und Natascha starrt ihn nur an.